Viele Leute denken, wenn man Geld hat, dann ist man glücklich. Viele Leute denken, wenn man Arzt ist, dann ist man glücklich. Wenn man Ingenieur ist, dann ist man glücklich. Wenn man Geschäftsmann ist, dann ist man glücklich. Oder wenn man König ist, dann ist man glücklich. Das ist nicht der Maßstab. Das ist nicht der Maßstab. Und subhanallah, bevor ich hier zu euch gekommen bin, ich wohne in einem Viertel, wo zwei Nachbarn Psychiatern sind. Und direkt vor der Tür sehe ich manchmal, welche Autos kommen. Porsche, Ferrari, manchmal. Die teuersten Autos überhaupt. Das sind Menschen, die psychisch krank sind. Nur der Muslim ist glücklich. Warum ist der Muslim glücklich? Weil der Muslim den Sinn des Lebens kennt. Weil der Muslim die innere Ruhe in seinem Herzen hat. Und wir sind unfähig, Allah für Ni'mat al-Islam zu danken. Dass wir hier in seiner Moschee sind, in seinem Haus sind, das ist die größte Gnade überhaupt. Dass wir Muslime sind, das ist die größte Gnade und die größte Gabe Allahs auf uns überhaupt. Wir kennen den Sinn des Lebens, wir wissen, warum wir leben. Der Muslim weiß, wozu er lebt. Es gibt Milliarden auf dieser Erde, die wissen gar nicht, wozu sie leben. Und jedes Tier auf dieser Erde weiß, warum es lebt. Aber es gibt leider viele Menschen, die wissen gar nicht, warum sie leben. Und sie wissen gar nicht, warum Allah sie erschaffen hat. Und du als Muslim bist ein Geehrter. Allah hat dich geehrt mit dem Islam. Dass du beten darfst. Oder glaubt ihr, die Leute in China dürfen beten? Oder unsere Nachbarn hier in Deutschland dürfen beten? Sie dürfen nicht beten. Warum? Weil sie Allahs Richtleitung nicht verdient haben. Sie haben Allahs Richtleitung nicht verdient. Deshalb sagt Allah im Koran, und wir haben für Jahannam, für die Hölle, so viele Menschen erschaffen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Nicht die Augen sind blind, sondern die Herzen in der Brust sind blind. Der Muslim, alhamdulillah, der hat ein Ziel. Sein Ziel ist, Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Ich werde ein Hadith erwähnen, damit wir alle wissen, wie wir Allahs Wohlgefallen erlangen können. Jeder von uns liebt Allah, oder? Es gibt keinen Muslim, der Allah nicht liebt. Aber die Frage ist, ob Allah dich liebt. Die Christen lieben auch Allah. Die Juden lieben auch Allah. Die Buddhisten lieben auch Allah. Aber die Frage, ob Allah sie liebt, das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und der Muslim, der auf die Begegnung mit Allah hofft und wartet, er muss wissen, was Allah liebt, oder? Wenn du jetzt verliebt bist, wenn du in einer Frau verliebt bist, du fragst sie, was magst du? Wenn sie Kuchen mag, dann gehst du zu einer Bäckerei, die beste Bäckerei, und holst du für sie Kuchen, oder? Die Gefährten haben immer damals den Prophet Muhammad a.s. gefragt, was liebt Allah? Was liebt Allah, damit wir das tun? Heute fragen die Leute, was liebt der König? Was liebt der Präsident? Was liebt mein Arbeitsgeber? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, das ist einer von den Gefährten, sagte, ich habe den Prophet Muhammad a.s. gefragt, welche Taten liebt Allah? Welche Taten liebt Allah von mir, damit ich sie verrichte? Jetzt achtet,
bitte darauf, was der Prophet Muhammad a.s. über Allah berichtet hat. Und das sollte jeden von uns interessieren, was Allah liebt. Die Christen fragen nicht, was Allah liebt. Die Juden fragen nicht, was Allah liebt. Die Buddhisten fragen nicht, was Allah liebt. Nur der Muslim weiß, was Allah liebt. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, an der ersten Stelle, dass du pünktlich betest. Aha, Allah liebt es, wenn wir pünktlich beten. Was bedeutet pünktlich beten? Wenn du hörst, Allahu Akbar, Allah ist der Größte, größer als deine Arbeit, größer als deine Sorge, größer als die Liebe für deine Frau, größer als alles, was dich beschäftigt in diesem Leben. Wenn du hörst, Allahu Akbar, lässt du alles liegen und gehst so zum Termin, zu deinem Termin. Mit wem? Du hast einen Termin mit Allah, Allah ruft dich. Komm zum Gebet, komm zum Erfolg, damit du erfolgreich bist. Nicht damit du Arzt wirst und nicht damit du ein Ingenieur wirst, damit du erfolgreich bist. Bei Allah erfolgreich bist. Das ist unser Ziel. Braucht Allah unser Gebete? Absolut nicht. Das ist gut für uns. Ihr habt gerade gebetet. Wer hat davon profitiert? Allah? Ist Allah reicher geworden? Wir sind dadurch reich geworden. Womit? Mit Euros? Wir sind nutzlos. Die Euros sind nutzlos. Wir sind reich im Herzen. Durch das Gebet haben wir die innere Ruhe bekommen. Durch das Gebet sind wir zufrieden geworden. Durch das Gebet strahlen die Gesichter. Wer hat davon profitiert? Wir oder Allah? Wir. Und Allah liebt es, wenn du pünktlich betest. Das bedeutet, wenn du alles liegen lässt und zu deinem Gebet gehst. Und nicht sagst, noch 5 Minuten, noch 10 Minuten. Abdullah ibn Mas'ud fragte, und was noch? Was liebt Allah noch? Der Prophet Muhammad a.s. hat ihm gesagt, birrul walidain, dass du gut zu deinen Eltern bist. Das liebt Allah. Und dahinter steckt eine große Weisheit. Das heißt, wenn du gut zu deinen Eltern bist, dadurch erlangst du Allahs Wohlgefallen. Und ich muss noch einen Punkt erwähnen. Viele Leute fragen uns, was ist, wenn meine Mutter ungläubig ist? Wir wissen alle, es gibt ein Hadith, wo der Prophet Muhammad a.s. gesagt hat, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Das heißt, du musst gut zu deiner Mutter sein. Und du musst deiner Mutter gehorchen. Was ist, wenn deine Mutter ungläubig ist? Was ist, wenn deine Mutter ungläubig ist? Jemand zum Beispiel, der konvertiert ist. Und seine Mutter sagt ihm, du musst den Islam verlassen. Du darfst nicht beten. Soll er seiner Mutter gehorchen? Liegt das Paradies unter dieser Mutter oder unter den Füßen dieser Mutter? Nein. Das Paradies liegt unter den Füßen der rechtschaffenen Mutter, die Muslimin ist, die den Islam richtig praktiziert. Es gibt viele Mütter, die tragen kein Kopftuch und wollen ihre Töchtern beibringen, was Islam ist, indem sie ihre Töchtern zwingen, das Kopftuch auszuziehen. Liegt das Paradies in diesem Fall unter den Füßen dieser Mutter? Auf keinen Fall. Also das Paradies liegt unter den Füßen der rechtschaffenen Mutter. Unter den Füßen der Mutter, die Allah fürchtet und den Islam richtig praktiziert.
nicht unter den Füßen einer Mutter, die Alkohol trinkt oder ungläubig ist. Also Nummer eins, die Dinge, die Allah liebt von uns. Nummer eins, dass wir pünktlich beten, wenn zum Gebet gerufen wird, sofort alles liegen lassen und beten gehen. Das liebt Allah. Nummer zwei, Birrul Walidain, dass du gut zu deinen Eltern bist. Dann fragte Abdullah ibn Mas'ud, was noch? Was liebt Allah noch, damit ich das tue? Der Prophet Muhammad a.s. hat ihm gesagt, Al-Jihad fi sabilillah, die Anstrengung auf Allahs Weg. Schaut mal, meine liebe Geschwister. Nummer eins, dass du pünktlich betest. Schaut mal die Priorität. Das sind wichtige Faktoren. Nummer eins, dass du pünktlich betest. Dass du deine Gebete verrichtest. Nummer zwei, dass du gut zu deinen Eltern bist. Nummer drei, Al-Jihad fi sabilillah. Und wie viele Arten von Jihad gibt es? Sehr viele. Womit fängt Jihad an? Natürlich die Kuffar, wenn sie das Wort Jihad hören, fangen sie an zu zittern. Jihad im Islam fängt mit dir selber an und mit mir selber an. Dass wir morgens aufstehen und beten, das ist Jihad. Dass du gegen den Shaitan kämpfst. Morgens, wenn du den Adhan hörst, der sagt dir, ach, noch 5 Minuten. Wenn du 5 Minuten weiter schläfst, du stehst nicht auf. Du musst gegen ihn kämpfen und sagen, nein, ich stehe für Allah auf. Und das ist Jihad. Jihad, wenn du eine hübsche Frau auf der Straße siehst, dass du deine Blicke senkst. Oder umgekehrt. Das ist auch Jihad. Jihad gegen dein Nafs. Viele Leute verstehen unter Jihad ein Kalaschnikow jetzt in der Hand nehmen und losmarschieren. Der höchste Jihad ist, dass du auf Allahs Weg kämpfst, dass Allahs Wort das höchste wird. Was bedeutet das? Dass der Islam weltweit verbreitet wird. Das ist der höchste Jihad. Aber zwischen Klein-Jihad und Groß-Jihad gibt es so viele Arten von Jihad. Und an der ersten Stelle, dass wir gegen uns selbst kämpfen. Gegen den Shaitan kämpfen. Jeder von uns weiß, dass wir drei Feinde haben. Dein Nafs, dein eigenes Ego ist der größte Feind überhaupt. Du bist gewöhnt, Adidas T-Shirt zu tragen. Wenn dein Vater dir das nicht kaufen kann, dann bist du bereit, ihm eine Ohrfeige zu geben, weil er das nicht kaufen kann. Du bist gewöhnt, bei McDonald's zu essen. Du willst jeden Tag dort essen. Dein Nafs möchte gerne Mercedes S-Klasse haben. Dein Nafs will die schönsten Klamotten haben. Dein Nafs will alles vom Feinsten haben. Dein Nafs will jeden Tag in Urlaub fahren. Du musst gegen dein Nafs kämpfen. Dein Nafs will nicht aufstehen und beten. Und das ist auch Jihad, dass du gegen deinen eigenen Nafs kämpfst. Und dann der Shaitan aus den Menschen und aus den Dschinn. Einer, der flüstert in deine Brust, das ist ein unsichtbarer Feind. Du musst ihn bekämpfen und du musst wissen, wie du ihn bekämpfst und was er von dir will. Und die Shayatin auf der Straße. Jeder Kafir ist ein Shaitan. Jeder Kafir ist ein Shaitan. Was ist der Unterschied zwischen die Shayatin aus den Dschinn und die Shayatin aus den Menschen? Nur ein kleiner Unterschied. Der eine flüstert und der andere redet. Der hat eine Zunge. Aber die sind beide Shayatin. Jeder Kafir will, dass du den Islam verlässt. Jeder Kafir wünscht sich, dass du kein Bad trägst, dass du kein Jalabiya trägst, dass diese Moschee nicht mehr existiert.
Jeder Käfer will dich in die Disco mitnehmen. Ja? Das ist deren Ziel. Die wollen, dass du auch Käfer wirst. Das musst du wissen. Also der Shaitan will dich in die Hölle mitnehmen und der Käfer will, dass du auch Käfer wirst und dich auch in die Hölle mitnehmen. Du musst gegen beiden kämpfen, das ist auch Dschihad. Und dann die Umgebung. Ist nicht einfach, den Islam hier in dieser Umgebung zu praktizieren. Viele von euch werden unterwegs belästigt, indem man sagt, guck mal, der hat ein Bart, der trägt Jalabiya, der geht nur zu Moscheen. Wer weiß, was die alles in der Moschee hier planen. Vielleicht planen sie jetzt eine Atombombe hier. Oder? Das sind Tatsachen. Wenn eine Frau mit Kopftuch auf der Straße läuft, ach, die ist unterentwickelt, die Arme, die wollen diese Frau befreien. Und die wissen gar nicht, dass diese Frau die glücklichste Frau auf dieser Erde ist. Die sollen sich selber befreien. Vom Satan und von ihrem Chaos. Möge Allah sie alle recht leiten. Also nochmal, damit wir das richtig verstehen. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhuma, قال, er hat den Prophet Muhammad a.s. gefragt, O Prophet Gottes, was liebt Allah? Der Prophet Muhammad a.s. hat geantwortet, Allah liebt oder liebt es, wenn du pünktlich betest. Allah liebt es, wenn du gut zu deinen Eltern bist. Allah liebt es, wenn du Dschihad machst. Das sind drei wichtige Dinge in dem Leben eines Muslims. Jetzt mit dem Gebet, du hast deine Freiheit bekommen. Du bist ein freier Mensch. Allah hat dir befohlen zu beten, damit du frei bist. Alle Menschen auf dieser Straße oder alle Menschen in eurer Umgebung sind Sklaven. Nur du als Muslim bist frei. Die Erde ist ein großes Gefängnis. Aber nur der Muslim ist ein freier Mensch. Alle Kuffar sind Gefangene. Gefangene ihrer eigenen Gelüsten. Gefangenen vom Satan, Gefangenen von ihren eigenen Regierungen, Gefangenen von ihren Wahn. Nur der Muslim ist ein freier Mensch. Warum? Weil der Muslim Allah dient. Wenn du nur Allah dienst, dann bist du ein freier Mensch. Du hast keinen anderen Befehlshaber als Allah. Du bist ein freier Mensch, du bist ein geehrter Mensch. Allah hat dir befohlen, pünktlich zu beten, wenn du Allah liebst, damit du frei bist, damit du ein freier Mensch wirst. Allah hat dir befohlen, die Eltern zu ehren und gut zu den Eltern zu sein. Warum? Derjenige, der die Menschen nicht dankt, dankt Allah nicht, sagt der Prophet Muhammad a.s. Der Mensch, der undankbar ist, der wird Allahs Wohlgefallen nicht erlangen. Weil die meisten Kuffar an der ersten Stelle undankbar sind. Und nur der Muslim ist ein dankbarer Mensch. Nur der Muslim sagt Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah, der mir Augen gegeben hat. Der mir Muskeln gegeben hat, dass ich morgen aufstehe und zur Arbeit gehe. Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah, dass ich hier in seinem Haus sitze. Es gibt Menschen, die sitzen jetzt im Krankenhaus und die kämpfen mit dem Leben und sagen, oh Allah, gib uns nur eine Sekunde, damit wir dir besser dienen können. Der Muslim dankt Allah für alles. Dass wir Ohren haben, es gibt Menschen, die taub sind. Dass wir laufen können. Es gibt Menschen, die gelähmt sind.
dass wir Alhamdulillah Kleider haben können. Es gibt Menschen in Afrika, die haben wirklich keine Kleider. Das ist der Muslim. Der Muslim ist dankbar. Und der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, wer die Menschen nicht dankt, dankt Allah nicht. Und wer sind diese Menschen? An der ersten Stelle deine Eltern. Deine Mutter hat dich 9 Monate getragen in ihrem Bauch. Und nur Allah weiß, welche Schmerz sie gehabt hat. Deine Mutter, nachdem du geboren bist, wollte sich hinlegen. Du hast geschrien. Die ist aufgestanden. Und wie viel Nächte ist sie wach gewesen, damit du glücklich und zufrieden bist. Damit sie dich ernährt. Damit sie dir Milch gibt. Deine Eltern, die tun ihre Bestens, damit du ein guter Mensch wärst. Damit du dankbar bist. Was bedeutet Dankbarkeit? Was bedeutet Dankbarkeit? Dankbarkeit, dass du einfach deine Eltern gut behandelst und ihnen zeigst, dass sie wertvoll sind. Und wenn du gegenüber diesen Menschen nicht dankbar bist, dann bist du auch gegenüber deinem Schöpfer nicht dankbar. Das ist die Weisheit dahinter. Nur der Kafir denkt, dass er hier auf dieser Erde per Zufall ist. Und leugnet seinen Schöpfer und der ist nicht bereit, Allah zu dienen und der ist nicht bereit, Allah zu erkennen. Undankbar. Allah hat uns auf die Erde vertraut, anvertraut. Damit wir Heil auf diese Erde bringen. Damit wir mit Allahs Erlaubnis die blinden Menschen auf dieser Straße oder die blinden Menschen auf der Straße die Augen öffnen. Womit? Dass wir Dauer machen. Dass wir die Menschen zum Islam einladen. Wir sind nicht per Zufall hier in Deutschland. Alhamdulillah. Das ist eine große Gnade von Allah, dass wir hier in Deutschland sind, obwohl wir nicht hier in Deutschland sein dürfen. Es ist kein Widerspruch. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, man kana zahiran lil kuffar fahuwa minhum. Wer unter den Kuffar lebt, ist einer von ihnen. Es sei denn, wenn man Dawa macht. Was hat der Prophet Muhammad a.s. gemacht? Dawa. Er hat die Menschen zum Islam eingeladen. Und Allah hat uns in Deutschland auferweckt, damit wir seine Religion, seine Rechtleitung verbreiten, die Menschen einladen zum Islam und diese Botschaft verkünden. Und das ist sogar ein Befehl von dem Prophet Muhammad a.s. Er hat gesagt, Balligu anni walau aya. Verkündet über mich, auch wenn das ein Vers ist, dass du zu deinem Nachbar gehst, zu Klaus oder Peter oder Jürgen und ihm sagst, ich mag das Beste für dich. Islam ist die einzige wahre Religion des allmächtigen Gottes. Wenn du den Islam nicht annimmst, gehst du für alle Ewigkeit in die Hölle. Ich liebe nur das Beste für dich. Beschäftige dich mit dem Islam. Schenk ihm den Koran. Und meine liebe Geschwister im Islam, ihr seht, jeden Tag Leute nehmen den Islam an. Warum? Weil das die einzige Wahrheit ist. Und jemand, der nach der Wahrheit sucht, der kommt zum Islam. Wer bringt diese Menschen zum Islam? Erstmal an der ersten Stelle Allah. Allah ist derjenige, der die Menschen recht leitet. Aber das ist eure Arbeit. Das sind die Früchte eurer Arbeit. Alhamdulillah. Nicht wir. Viele Leute denken, dass die Leute, die bei uns den Islam annehmen, dass wir mit denen vorher geredet oder telefoniert hatten. Nein. Die kommen von euch. Das ist eure Arbeit. Und Alhamdulillah. Alhamdulillah dafür. Und nur Allah weiß, wie viele Menschen jeden Tag hier in Deutschland den Islam annehmen. Nur das weiß nur Allah. Aber das sind viele. Und das sind die Früchte eurer Arbeit.
dass ihr Alhamdulillah den Islam richtig praktiziert. Alhamdulillah, dass ihr Vorbilder auf der Straße für den Islam seid. Und denk nicht, wenn du jemanden den Koran schenkst und trotzdem den Koran nicht lesen will, dass er den Islam nicht annehmen will und du gibst auf. Wir dürfen nicht aufgeben. Es gibt Menschen, die nach 13 Jahren den Islam annehmen. Es gibt Menschen, die nach 5 Jahren den Islam annehmen. Und ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. Ein Engländer hat seinem Bruder einen Koran geschenkt. Der Bruder öffnet den Koran als eine englische Übersetzung. Und der liest, اقتربت الساعة وانشق القمر, in einer Sure. Also die Sure fängt so an. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Die Stunde kommt näher und der Mond hat sich gespaltet. Er hat den Koran zugemacht und gesagt, das ist totaler Quatsch. Und den Koran einfach auf den Regal hingetan. Nach ein paar Jahren saß er vor dem Fernseher und hat einen Bericht von der NASA gesehen im Fernseher. Und sie haben ein Bild gezeigt, dass der Mond sich tatsächlich gespaltet hat. Dann hat er sich sofort erinnert und er ging zum Regal, öffnet den Koran nochmal und liest den Vers nochmal und sagt, Ashhad an la ilaha illallah wa ashhad anna Muhammad Rasulullah. Allahu alam, nach so vielen Jahren. Also die Rechtsleitung obliegt uns nicht. Das obliegt Allah. Wir tun nur unsere Aufgabe. Jetzt wiederhole ich das Ganze aber schnell. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu oder radiallahu anhuma fragte der Prophet Muhammad a.s. O Prophet Gottes, was liebt Allah? Der Prophet Muhammad a.s. hat ihm gesagt, Allah liebt es, wenn du pünktlich betest. Dann fragte Abdullah ibn Mas'ud weiter, und was noch? Der Prophet antwortete, dass du gut zu deinen Eltern bist. Dann fragte Abdullah ibn Mas'ud weiter, O Prophet Gottes, was noch? Der Prophet a.s. hat geantwortet, Allah liebt es, wenn du Dschihad fi sabilillah machst. Ja? Das sind die drei Dinge, die Allah am meisten liebt von einem Muslim.